Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Endlich gibt es wieder ein Video von mir. Ich hoffe, dass es in Zukunft regelmäßiger Videos von mir gibt. Es war jetzt eine kleine Auszeit, die ich mir aber nicht absichtlich genommen habe, sondern einfach aus bestimmten Umständen ist es so entsprungen. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass jetzt wieder regelmäßiger Videos kommen und ich hoffe, dass ihr euch schon mit mir darauf freut. Ihr habt jetzt auch schon festgestellt, dass ich einen anderen Hintergrund habe. Ich hoffe, dass es jetzt mit dem Licht etwas besser ist als auf meinem Bett. Und falls ihr Verbesserungsvorschläge habt oder Wünsche, könnt ihr das natürlich wie immer in die Kommentare schreiben, ist ja ganz klar. Ja, heute geht es um Social Media Management. Ihr wisst vielleicht, es gibt sogar einen Beruf als Social Media Manager. Und der ist eigentlich, also ein Social Media Manager ist eigentlich dafür da, für Marken zum Beispiel auf Twitter oder auf den ganzen sozialen Medien Content einzupflegen und ein großes Netzwerk aufzubauen, um das jetzt mal so in zwei Sätzen zu sagen. Falls ihr selber Social Media Manager seid, könnt ihr dazu ja nochmal was ausführlicher schreiben oder falls es jemand interessiert, kann ich das auch noch ein bisschen ausführen. Aber heute geht es um uns, also um uns kleinen Social Media Manager, denn eigentlich ist jeder von uns ein Social Media Manager, denn jeder von uns benutzt eigentlich mehrere soziale Medien. Egal, ob ihr Facebook benutzt, Twitter, Snapchat, Instagram. Es gibt so viele und meistens benutzen wir wirklich mehrere. Und diese sozialen Medien fressen nicht nur Zeit, sondern es ist manchmal auch anstrengend, überall darauf zu achten, dass man wirklich täglich Inhalte dort reinpflegt oder Kontakt zu halten mit allen. Das kann einen manchmal ein bisschen überfordern oder halt zu viel Zeit fressen. Und ich möchte eine kleine Videoreihe darüber machen, wie wir besser mit unseren sozialen Medien klarkommen können und wie wir die ein bisschen besser organisieren können. Ich hoffe, dass ihr da Lust drauf habt. Falls ihr Fragen dazu habt, spezielle, könnt ihr die auch gerne in die Kommentare schreiben, ist ja ganz klar. Und heute möchte ich eigentlich einen speziellen Tipp weitergeben. Den habe ich bei einem Interview von einem Social Media Manager gesehen bzw. gehört. Und den fand ich so klasse, dass ich den selber ausprobiert habe. Jetzt wende ich den schon seit vielen Wochen an und es klappt einfach richtig gut. Es hat nicht nur dafür gesorgt, dass meine Abonnentenzahl zum Beispiel auf Instagram weiter gestiegen ist oder sich wochenlang gehalten hat, selbst wenn ich nicht täglich neue Bilder hochgeladen habe, sondern was viel wichtiger ist, es hat dazu geführt, dass ich meine Abonnenten viel besser kennengelernt habe. Und darum soll es ja wirklich gehen. Also wenn man da so sein Herzblut reinsteckt, dass man eben auch so eine Verbindung zu seinen Abonnenten aufbauen kann, ohne dabei zu viel Zeit jetzt zu verlieren, denn wir haben ja alle noch unseren Alltag zu bewältigen. Und dieser eine Tipp ist einfach täglich einen alten Kontakt und einen neuen Kontakt zu pflegen. Das war's schon. Das ist ganz einfach. Und ich mache das zum Beispiel auf Instagram so, dass ich einfach an einem Zeitpunkt vom Tag, ist egal, ob ich das morgens, abends oder mittags mache, dass ich einfach meine alten Kontakte check, was die halt so hochgeladen haben. Natürlich werdet ihr nicht alle Bilder sehen, vor allem nicht, wenn ihr ein paar hundert Leute abonniert habt. Aber einfach so, welche ganz besonders tollen Bilder hochgeladen wurden. Und wenn mir da irgendwas so richtig gut gefällt und ich da so richtig was dazu sagen möchte, dann schreibe ich was dazu. Und so mache ich es dann auch. Es gibt ja diese kleine Lupe, wo ihr einfach suchen könnt, wo euch Bilder vorgeschlagen werden, die schon zu den Bildern passen, die ihr euch sonst auch anguckt. So mache ich das, dass ich mir dann dort immer neue Bilder anschaue von Leuten, die ich noch nicht abonniert habe und dann jeweils auch noch zu einem neuen Account irgendetwas schreibe, also zu irgendeinem neuen Bild. Dabei ist es wichtig, dass ihr jetzt nicht irgendwie einfach bei einem Essensbild nur so schreibt, oh ja, sieht total lecker aus oder so. Ja, das hat die Person wahrscheinlich schon 20.000 Mal gehört. Natürlich, das mache ich auch, dass man öfter mal schreibt, sieht voll lecker aus, weil es halt einfach mega lecker aussieht oder so, ist ja klar, ja. Aber es geht darum, dass eure Kommentare wirklich mit Inhalt gepackt sind, ja, dass ihr wirklich was Nettes, was Aufmunterndes, irgendwie was Motivierendes schreibt, was wirklich an die andere Person drankommt und nicht nur so ein 0815-Kommentar, die die Person schon 10.000 Mal gelesen hat. Nur so hebt ihr euch von der Masse ab und so schafft ihr es auch, dass man vielleicht auch auf euren Account aufmerksam wird und auch dort mal vorbeischaut. Und selbst wenn nicht, einfach, dass ihr in Erinnerung bleibt. Und ich muss sagen, wirklich bei manchen von meinen älteren Kontakten, die mich jetzt schon lange abonniert haben oder die ich jetzt schon lange abonniert habe, es ist einfach so schön, die wirklich schon kennengelernt zu haben dadurch, weil man halt öfter mal auf denen ihre Bilder stößt. Also es gibt zum Beispiel einen Account, wenn ich meine Bilder durchscroll, dann stoße ich eigentlich fast immer auf ihre Bilder und denke so, oh, was ein Hammerbild. Und dann sehe ich, ah ja, okay, die hast du ja schon gestern und vorgestern und vorvorgestern was dazu geschrieben. Also ihr müsst euch nicht einschränken. Es darf natürlich
mehrere, es dürfen natürlich mehrere Kontakte sein als einer, aber das war heute so mein Tipp für euch, einen alten Kontakt und einen neuen Kontakt. So könnt ihr euer Netzwerk ausbreiten und vor allem, wenn ihr das gemacht habt, das dauert vielleicht 10 Minuten, also es kostet euch vielleicht 10 Minuten noch nicht mal und schon habt ihr wieder was für euren Account gemacht. Das war's jetzt auch schon und bis zum nächsten Video. Tschüss!